Von draus vom Walde komme ich her, heißt es in einem beliebten Weihnachtslied. Wo diese Weihnachtsmänner herkommen, ist ungewiss, aber wo sie hingehen, sehr klar. Ins 2,7 Grad kalte Wasser dieses kleinen Teiches im Natur- und Umweltpark Güstrow. Denn dort wartet auf die ungewöhnlichen Nikoläuser ein ebenso ungewöhnlicher Weihnachtsbaum, der geschmückt werden will. Darauf haben die Tauchprofis sich schon das ganze Jahr gefreut, mindestens ebenso sehr wie die Besucher auf der anderen Scheibenseite. Seit 2000 existiert ja dieses Umweltbildungszentrum, also diese Unterwasserlandschaft. Und im Dezember 2000 sind wir halt das erste Mal als Weihnachtsmänner rein. Und seit dieser Zeit ist es eben ein Highlight für uns und vor allen Dingen, wie gesagt, auch vor allen Dingen für die Kinder. Denn wie Sie bestimmt gesehen haben vor den Scheiben, die drücken sich die Nase platt, wollen mitwinken. Und das macht dann halt immer Spaß, vor allen Dingen, wenn die Kinder und wenn sich im Prinzip auch immer, wenn man das immer beobachtet von der anderen Seite, sich sogar Kinder noch immer erschrecken vom Weihnachtsmann unter Wasser. Drinnen ist es warm und gemütlich. Mit Glühwein, Gebäck und Stollen versüßen sich die kleinen und großen Gäste höchst erfolgreich die Wartezeit auf den Weihnachtsmann und seine Helfer. Für den Natur- und Umweltpark ist das traditionelle Unternehmen Weihnachtsbaumschmücken am ersten Advent der Auftakt für viele weitere festliche Aktionen. Also wir öffnen jeden Tag für das erste Kind, was hier kommt, unseren Weihnachtskalender. Und dann haben wir auch unser Weihnachtsbasteln ganz individuell mit den Kindern. Wir schmücken auch den Futterbaum für unsere Tiere draußen. Es geht also auch weihnachtlich zu, von Tag zu Tag bis 24 Uhr. Und wir haben natürlich das ganze Jahr geöffnet. Das heißt auch, wenn man den dicken Braten zu Weihnachten oder Silvester gegessen hat, ist der Nupp natürlich da für den Spaziergang. Bevor nun endlich die Taucher einschweben, dürfen Chor und Theatergruppe der Grundschule Mühl-Rosin mit Weihnachtsständchen und einer modernen Weihnachtsgeschichte begeistern. Da verschenkt der Weihnachtsmann, gespielt von Jette Mischke, schon mal ein Megafon für den römischen Ausrufer. Für die Hauptrolle musste sich die Viertklässlerin richtig gut vorbereiten. Mit viel Lernen geht das schon. Also ich habe sehr viel gelernt. Endlich ist der Moment gekommen, auf den alle gewartet haben. Die vier Taucher schmücken behutsam den Unterwasser-Weihnachtsbaum. Ganz souverän, schließlich machen sie das inzwischen schon zum 14. Mal. Nur auf die elektrische Lichterkette muss wohl aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.